Herr Terhalle, ich würde gerne kurz noch über eine ebenfalls sehr wichtige Waffe mit Ihnen sprechen, nämlich die Waffe des Wissens. Jetzt gibt es offenbar einen Informanten in den Reihen des Bundesnachrichtendienstes, der Informationen durchgestochen hat an Russland. Wie groß ist das Gefahrenpotenzial, das darin steckt? Also, was wir zunächst sehen, ist, dass einmal mehr und auch nicht unerwartet, Wladimir Putin eben alle Mittel einsetzt, zumal die ihm vertraut sind als alter KGB-Mann, um den Westen zu schwächen, um an Informationen zu gelangen, die helfen, den Westen zu schwächen. Was dieser Herr Carsten Hellpunkt nun wirklich weiß, wissen wir nur insofern, dass er Staatsgeheimnisse wohl behandelt hat. Schwierig wird es auch zu wissen, was hat er gewusst, was andere Verbündete wissen und sie damit in Gefahr bringt, was Quellen des Nachrichtendienstes in Gefahr bringt. Auf der Ebene, auf der bisher berichtet wurde, dass es um Staatsgeheimnisse geht, da geht es wohl tatsächlich um wesentliche Erkenntnisse darüber, wer wo wann welche Waffensysteme liefern kann, auch um Absprachen unter Verbündeten. Es ist gut, dass die deutsche Spionageabwehr diesen Mann, ein Verräter, wenn man so will, aufgelegt hat, hochgenommen hat, um dadurch erkennbar zu machen, wir sind wachsam, dass das 11 Monate nach Kriegsbeginn geschieht. Darüber kann man jetzt noch nicht viel sagen. Vielleicht waren da längere Beobachtungen im Gange, um das Netzwerk, was dahinter ist, auch auffliegen zu lassen. Kurzum, die Spionageabwehr hat funktioniert. Die Mittel, die Wladimir Putin einsetzt, sind in jeglicher Weise darauf angelegt, den deutschen Apparat zu löchern, wo es nur geht. Ich finde es gut, dass hier so jemand gefunden wurde, damit die weiteren Verbindungen, die natürlich zu den Alliierten bestehen, dass die geschützt werden können. Ein gutes Signal nach innen, wie schwer der Schaden, der angerichtet worden ist, tatsächlich ist, das werden wir später erfahren. Wenn überhaupt. Professor Maximilian Terhalle, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich, Frau Mose. Vielen Dank. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.